Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 20. Juni 2024? Hallo Leute, da ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Ja, das Kabinett hat die gleichgeschlechtliche Ehe genehmigt. Wichtig hier ist aber auch, wie bei allem anderen, was das Kabinett beschließt, dass es dann noch eine Weile dauern wird, bis es in Thailand umgesetzt werden kann. Ein Kabinettsbeschluss heißt, dass es dann noch in der Royal Gazette veröffentlicht werden muss, in der amtlichen Ausgabe, dann auch eine Gesetzesänderung geben muss und dann ist es dann spruchreif, dann wird es dann auch umgesetzt und man kann in Thailand eben auch als nicht-heterosexuelle Person heiraten. Also es wird jetzt nicht so sein, dass du gleich morgen schon hier heiraten kannst. In Sachen Einreise und Aufenthalt hat jetzt das Kabinett beschlossen, dass Personen aus Timor auch 30 Tage visafreie Einreise bekommen, wenn sie nach Thailand reisen. In Sachen Europäer, die eben 60 Tage bekommen sollen, auch hier gibt es bereits einen Kabinettsbeschluss vom Mai, dass das ab dem 1. Juni umgesetzt werden soll, ist bis dato noch nicht umgesetzt. Es weiß auch keiner, wann es genau kommen wird. Es könnte morgen soweit sein, es kann aber auch erst in mehreren Wochen oder Monaten umgesetzt werden. Dann habe ich im letzten Video über einen Deutschen berichtet, der ja nach Thailand reisen wollte, nach einem Border Run. Er wurde an der Grenze abgewiesen, wurde dann dort auch frech gegenüber den Beamten und wurde festgenommen. Er wurde dann ja im Anschluss wieder entlassen, nur durfte er nicht nach Thailand reisen. Er hat es jetzt an einem anderen Grenzübergang versucht und auch dort wurde ihm die Einreise verwehrt. Was ja auch, was ich schon in der Vergangenheit oft gesagt habe, darauf zurückzuführen ist, dass eben Thailand mittlerweile schon so gute Systeme hat im Vergleich zu noch vor circa 10 Jahren, wo man beim einen Grenzübergang abgewiesen wurde, dann zum nächsten ging und dort konnte man einreisen, weil die Immigration eben nicht gut vernetzt war. Und das ist natürlich heute anders. Thailand hat ein gutes Immigration-Computersystem, wo auch biometrische Daten erfasst werden und wenn man heute an einem Grenzübergang in Thailand, sei es, wenn man über den Luftweg einreist oder über den Landweg abgewiesen wird, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das im System erfasst und ganz Thailand bzw. alle Immigration Offices oder Beamte wissen das, wenn man irgendwo einreisen möchte und sie dich dann überprüfen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass jemand von euch in der Provinz Songkhla wohnt, das ist Südost-Thailand, dort wo es immer wieder zu ethnischen Konflikten kommt. Dort hat jetzt die entsprechende Sicherheitsbehörde ein Drohnenverbot veranlasst. Also wer in dieser Region sich aufhält, darf keine Drohne steigen lassen. Ansonsten kann man da massiv bestraft werden. Die Siam Commercial Bank, kurz SCB, warnt vor massiven Investitionsrückgängen aufgrund der politischen Unsicherheit. Aktuell wird ja der Senat in Thailand gewählt, beziehungsweise die Kandidaten stellen sich ja zurzeit zur Wahl und man weiß ja nachher noch nicht genau, wie es weitergehen soll, weil es vor allem viele Reibereien in der Politik gibt. Das führt natürlich dazu, dass eben immer mehr Investoren abwarten mit Investieren in Thailand, obwohl zwar Japan gesagt hat, sie wollen weiterhin massiv in Thailand investieren. Im Weiteren sieht man auch, dass vor allem Personen aus dem Westen auch sehr vorsichtig sind zurzeit mit Investieren, vor allem auch im Immobilienmarkt, weil viele noch nicht wissen, wie es hier weitergeht mit der Steuerthematik. Viele befürchten zum Beispiel, dass wenn sie in Thailand dieses Jahr ein Haus kaufen oder eine Immobilie erwerben, und dann Geld nach Thailand überweisen, dass dieses Geld eben dann auch mit bis zu 35% besteuert werden müsste. Klar, viele, und da bin ich ziemlich sicher, verstehen das thailändische Steuersystem nicht gut genug, weil ich immer wieder in den Kommentaren lese, dass die Leute schreiben, oh, ich muss 35% zahlen auf das, was ich hier einführe oder auf mein Vermögen. Das stimmt natürlich nicht. Das thailändische Steuersystem ist progressiv. Das heißt zum Beispiel auf die ersten 150.000 Baht bezahlst du gar keine Steuern und dann ab 150.000 Baht aufwärts, da gibt es so bestimmte Prozentsätze. Das heißt nicht automatisch, dass du, wenn du 2 Millionen oder 3 Millionen Baht überweist, dass du 35% Steuern bezahlst, sondern das ist progressiv gerechnet.
Von diesen 2 oder 3 Millionen Bot, die ersten 150.000 Bot sind steuerfrei. Die nächsten paar hunderttausend Bot werden mit 5% oder 10% besteuert und, und. Also das muss man schon verstehen, bevor man hier dann gleich auf Panik schiebt und schreibt, ja, aber ich muss jetzt bei allem, was ich einführe, bei einem größeren Betrag 35% Steuern bezahlen, dem ist nicht so. Aber es ist natürlich verständlich, dass viele jetzt abwarten, bis man mehr weiß, beziehungsweise auch bis ins 2025, wenn dann die Steuererklärungen eingereicht werden müssen und wie es dann ausschaut, wenn man die erste Steuerrechnung bekommt. In Chongqing ist der Strand nahe Chongqing in Mitleidenschaft gezogen worden durch verschiedenste Meeresströmungen. Die haben ja auch dort den Strand ausgebaut, also verbreitert, was ja auch sehr schön ist, siehe Pattaya. Pattaya hatte dieses Problem zu Beginn auch und offensichtlich hat es jetzt auch wieder Chongqing erwischt. Da wurde viel Sand weggespült und das führt dazu, dass aktuell der Strand in gewissen Bereichen ziemlich steil sein kann. Im letzten Video habe ich darüber berichtet, dass auf Phuket innerhalb von wenigen Tagen mehrere Menschen ertrunken sind. Und jetzt kommt die Meldung, dass in den letzten 2 Tagen 8 Personen vorm Ertrinken gerettet wurden. Also die Situation dort ist offensichtlich ziemlich angespannt. Und was man jetzt auch sieht, weil die Rettungsdienste haben sich jetzt auch zu den Vorwürfen geäußert, dass sie zu wenig tun. Und sie sagen, dass eben viele, vor allem Touristen, die Hinweisschilder nicht beachten. Und auch wenn sie aufgefordert werden, nicht ins Meer zu gehen, wegen den gefährlichen Strömungen, sie oft nicht auf die Rettungsschwimmer hören und dann halt ins Wasser gehen und dann halt, wenn sie in Not geraten, gerettet werden müssen. Eine weitere größere Wellness-Klinik eröffnet in Phuket. Phuket will ja der Wellness-Hub von Thailand werden. Also das Ziel ist langfristig, dass Phuket vor allem viel Wellness anbietet mit sogenannten Wellness-Resorts, also Hotels, wo die Leute hinreisen können, meistens auch irgendwo in Meeresnähe oder Beachfront und dann können sie sich dort massieren lassen, es sich gut gehen lassen, gutes, gesundes Essen etc. und dementsprechend so den Urlaub genießen. Ein bisschen anders schaut es natürlich in Pattaya aus, dort gehen die Leute eher hin wegen den Frauen und nicht wegen Wellness etc. Und das ist natürlich nach wie vor vielen dort ein Dorn im Auge, mehr wollen halt Qualitätstouristen und nicht nur den ganzen Sextourismus. Und im Weiteren hat man jetzt auch gefordert, dass vor allem an den großen Touristenorten, unter anderem eben auch in Pattaya, die Öffnungszeiten der Bars generell verlängert werden dürfen. Aktuell ist es ja so, dass nur Bars an Touristenorten in gewissen Gebieten eine Ausnahmegenehmigung erhalten haben. Also Discos und Bars, dass sie zum Beispiel bis 4 Uhr morgens offen haben dürfen. Das sind aber nur ganz wenige. Und jetzt will man aber hier wieder zurück wie vor Covid, wo es eben möglich war, dass die Bars bis um 2 Uhr oder 4 Uhr morgens allgemein geöffnet haben konnten. Aber hier sagt die zuständige Behörde, aber auch die Regierung, dass sie das noch nicht wollen. Grund dafür, es gibt anscheinend Belege oder Beweise, dass zwischen 2 Uhr morgens und 6 Uhr morgens die meisten Gewalttaten, aber auch Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Alkohol geschehen und es kontraproduktiv wäre, wenn man jetzt die Öffnungszeiten wieder verlängern würde. Ja, wer Thailänder im Freundeskreis hat, vor allem auch ältere Thais, der hat wahrscheinlich festgestellt, dass wieder Pilz-Season ist. Also die Leute gehen wieder in den Wald oder in den Dschungel, um Pilze zu sammeln. Und auch hier gibt es leider immer mal wieder den einen oder anderen, der nicht genau weiß, was das für ein Pilz ist, ihn dann konsumiert und an den Folgen des Giftes eben auch verstirbt oder ins Krankenhaus muss. Was ich hiermit sagen will, ist, seid vor allem vorsichtig, wenn ihr Pilze geschenkt bekommt. Weil oftmals, wenn die Thais Pilze sammeln gehen, dann geben sie davon auch ein bisschen was ab, an ihren Freundeskreis oder an Familienangehörige. Und bevor man hier Pilze konsumiert, sollte man auch wirklich sicher sein, dass die Pilze genießbar sind. Der Zero-Dollar-Tourismus sorgt nach wie vor
bei den Thais, die im Tourismussektor leben, für rote Köpfe. Gemäß den thailändischen Medien betrifft das vor allem Reisegruppen aus China, Russland und Indien, die oft bereits komplette Pakete buchen im Heimatland, dann nach Thailand reisen, hier mit Bussen von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gefahren werden, dann nur in Partnerlokalen oder Restaurants essen, wo meistens auch die Besitzer Inder oder Chinesen sind oder Russen, und somit eben halt die Souvenirhändler oder die thailändischen Restaurants oder die Locals dort vor Ort nichts daran verdienen. Also es werden eigentlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Touristen an die Touristenörtlichkeiten gefahren, aber das Geld landet dann nicht beim thailändischen Verkäufer oder Restaurantbesitzer vor Ort, sondern es geht an große Unternehmen, die meistens dann in China, Russland oder in Indien sitzen, die das Ganze eben in solchen Paketen verkaufen. Und da haben jetzt halt schon die einen oder anderen Thais gesagt, dass es ja gar keinen Sinn mehr macht, wenn die ganzen Touristenmassen hierher kommen, aber wir am Schluss nichts davon haben. Der ehrlichste Polizist in Thailand kommt wahrscheinlich aus Phetchabun, so zumindest viele Kommentare bei dem Facebook-Post. Und zwar verkauft dort ein junger Polizist außerhalb seiner Dienstzeit gegrilltes, also Fleisch. Und er hat geschrieben oder beziehungsweise sich dazu geäußert, dass er eben sein Gehalt etwas aufbessern möchte und nebenbei noch ein bisschen Fleisch verkauft, also gegrilltes. Und jetzt haben natürlich viele Leute kommentiert und geschrieben, das ist wahrscheinlich der ehrlichste Polizist in Thailand, der eben, um sein Gehalt aufzubessern, noch einer ehrlichen Tätigkeit nachgeht. In Pattaya bzw. in Nord-Pattaya wird ein Bauunternehmen zu einer massiven Strafe verdonnert, weil er nicht in der Lage war, die Straße zum gewünschten Zeitpunkt fertigzustellen. Und zwar hat jetzt der stellvertretende Bürgermeister von Pattaya angeordnet, dass jeder Tag, wo die Baustelle nicht fertig ist, das wurde offensichtlich auch vertraglich festgelegt, eine Strafe von 114.000 Baht bezahlt werden muss. Das sind ja irgendwo zwischen 2.700 bis 3.000 Euro pro Tag. Also dieser Bauunternehmer wird wahrscheinlich mit dieser Baustelle dort einen massiven Verlust einfahren. Ja, das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.